Ich arbeite als Management Consultant im Healthcare-Bereich bei der Swisscom und dort begleiten wir Gesundheitsinstitutionen wie zum Beispiel Spitäler in der digitalen Transformation. In den Digitalisierungsprojekten bin ich die Schnittstelle zwischen den Entwicklerinnen und Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich. Vor dem Master habe ich einen anderen Master an der ETH gemacht. Und zwar habe ich da Gesundheitswissenschaften und Technologie mit Vertiefung in Neurowissenschaften studiert. Ich habe mich für den Master entschieden, weil das Thema Data Science in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und darum wollte ich mir eine Kompetenz in diesem Bereich aneignen. An dem Master haben mir eigentlich mehrere Sachen gefallen. Sicher mal der Mix zwischen Theorie und Praxis. Ich habe es mega gut gefunden, dass wir das Gelernte gerade in einem Projekt umsetzen können. Sublimt einem das Gelernte auch viel besser. Und generell die Zusammenstellung der Fächer habe ich gut gefunden. Wir hatten so ein bisschen alles gehabt, sei es jetzt Mathe, Statistik, Machine Learning Fächer, aber auch Programmieren lernen. Und wir haben verschiedene Programmiersprachen gelernt gehabt, Python, MATLAB, R und SQL. Das habe ich jetzt wirklich gut gefunden, dass wir so ein bisschen alles gehabt haben. Und ich habe die kleine Klasse und auch den persönlichen Umgang mit den Dozierenden mega cool gefunden und auch, dass wir alle per Du sind. Im Studium habe ich das digitale und vernetzte Denken verstärkt, was mir heute in sehr vielen Aufgaben weiterhilft. Und zusätzlich fällt es mir einfacher, Statistiken und Visualisierungen von den Resultaten zu erstellen, was natürlich für die Kommunikation der Daten etwas sehr Wichtiges ist. Ich würde den Master weiterempfehlen, weil das Thema AI und Analytics in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen hat und das auch weiterhin machen wird. Und der Master einem hilft, sein Fachwissen mit digitalen Skills, wie jetzt zum Beispiel Programmieren, zu erweitern.